wir sagen, Luther war eben nicht nur in religiöser, sondern auch in soziokultureller Hinsicht ein Avantgardist. Er hatte viele Dinge angestoßen, die Auswirkungen bis zum heutigen Tag haben. Und das sind eben auch Themen, die heutige Künstler interessieren, sei es Freiheitsthemen, Individualität, kritisches Hinterfragen von herrschende Machtsystemen, Machtkonstrukte, Medienkritik. Und das sind alles Themen, die auch außerhalb des westlichen Kulturkreises an Bedeutung haben, gerade in der Zeit, wo die globale Vernetzung den Alltag von uns allen prägt. Bei der Auswahl der Künstler, auch bei den chinesischen Künstlern, war eben, dass wir bewusst Künstler angesprochen haben, deren Werke sehr stark sich auch einen gesellschaftlichen, gesellschaftskritischen Anspruch haben und diese Künstler eben sehr genau Beobachter der gesellschaftlichen Dinge sind, die aktuelle Probleme und Konflikte ansprechen und das in ihre Werke auch thematisieren. Und das war uns ein wichtiges Anliegen. Thank you.